Sortieren. Warum ist Sortieren so wichtig? Das habe ich in irgendeinem Buch gefunden, dass also ein großer Teil der Rechenleistung ja, in die Bearbeitung des Sortierproblems geflossen ist bislang. Das kommt halt überall vor. Sortieren ist auch eines der Probleme, was man eigentlich in allen Büchern zum Thema Algorithmen und Datenstrukturen oder Algorithmen findet. Ja, meistens alle irgendwie sehr gut analysiert. Es gibt eine ganze Reihe von Algorithmen. Und Sie kennen ja inzwischen auch mindestens schon zwei. Zwei haben wir schon kennengelernt. Drei, glaube ich. Bubble Sort hatten Sie mir mal genannt. Das haben Sie irgendwie im ersten Semester gemacht oder zweiten Semester. Merge Sort haben wir kennengelernt. Insertion Sort haben wir kennengelernt. Eventuell haben Sie auch noch Selection Sort kennengelernt. Das ist auch so ein einfaches Sortierverfahren. So vergleichbar mit dem Insertion Sort. Gleiche Laufzeit, auch n Quadrat. Ja, und wir haben auch schon einige Ideen kennengelernt, wie man beispielsweise das Sortierproblem angehen kann. Und zwar Ideen so aus dem Bereich Algorithmenentwurf, Algorithmenanalyse. Also beispielsweise haben wir ja das Divide-and-Conquer-Prinzip kennengelernt und wir haben das kennengelernt am Beispiel des Merge-Sort. Ja, Sortieren kommt in allen möglichen Bereichen vor. Hier so eine Auswahl von Problemen. Ja, beispielsweise hatte ich Ihnen ja das letzte Mal, haben wir uns die binäre Suche angeschaut. Das haben wir, glaube ich, gemacht. Da hatte ich Ihnen ja die Aufgabe gegeben, wir versuchen eine Zahl oder ein Element in einem Feld zu finden. Wie sieht das aus, wenn das Feld nicht sortiert ist? Ja, dann müssen wir einmal komplett durchlaufen. Dann haben wir diesen O von N Aufwand, den linearen Aufwand. Oder wir sortieren das Feld und können dann dieses binäre Suchprinzip anwenden und kriegen das dann reduziert von O von N auf O von log N. In einer ganzen Reihe von Problemen, ich habe hier einfach mal so ein paar aufgeführt, ohne da jetzt im Detail drauf eingehen zu wollen, tritt halt das Sortierproblem auf. Beispielsweise, ich habe eine Menge von Elementen, ja, und suche sozusagen die beiden. Ich habe also eine Menge von Elementen, irgendeine Metrik da drauf, also irgendwie so ein Abstandsbegriff. Ja, und wie finde ich das Paar, das am dichtesten beieinander liegt? Ja, auch da hilft mir das Sortierproblem. Oder wenn ich Eindeutigkeit von Elementen in der Menge finden möchte, ja, wie kann ich das machen? Auch da kann ich die irgendwie sortieren. Ja, und dann finde ich auch relativ schnell, da muss ich mich nur einmal durchlaufen und finde dann identische Elemente. Häufigkeitsverteilung, Auswahl von k-größte Element in der Menge oder konvexe Hülle. Ich glaube, spätestens wenn wir uns in der Computergrafik treffen, das müsste nächstes Semester sein, dann kommen wir da wieder drauf zu sprechen, konvexe Mengen. Ja, also irgendwie sowas. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Menge von Punkten habe, da so eine konvexe Hülle beispielsweise, könnte man einfach wie so ein Gummiband, stellen Sie sich vor, jeder Punkt, wir haben so ein Holzbrett, schlagen da eine Reihe von Nägeln rein und legen da so einen Faden drumherum, dann wäre das die konvexe Menge von diesen Punkten. Ja? Oder konvexe Hülle im R2. Also überall da hilft uns beispielsweise das Sortierproblem. Und da gehe ich aber jetzt im Detail nicht drauf ein, sondern wir wollen uns ein weiteres Sortierverfahren anschauen. Und zwar den bereits erwähnten Quicksort. Quicksort, so, Idee. Auch Quicksort basiert wieder auf dem Divide-and-Conquer-Prinzip. Idee ist aber jetzt ein kleines Stückchen anders als beim Merge-Sort. Das ist unser Feld, was wir sortieren möchten. Und wir nehmen uns jetzt mal irgendein beliebiges Element raus. Das ist ganz egal. Das kann am Anfang liegen, das kann in der Mitte liegen, das kann am Ende liegen. Sagen wir so, ich nehme das hier hinten, das letzte Element beispielsweise. Wir nehmen das letzte Element raus und dann teilen wir uns quasi dieses Feld so auf, dass wir es eigentlich in drei Teile aufteilen. Und zwar einmal das Element X. Ja, auch wenn das jetzt hier hinten steht, das muss ja nicht das größte sein. Also wir gehen wieder von einer aufsteigenden Sortierung aus. Wir haben das jetzt einfach nur beliebig rausgegriffen. Und wir sagen so, wir teilen unser Feld auf in drei Teile. Einmal in den Teil, der kleiner als X ist. In den Teil, der größer als X ist. Und das X halt selbst. Das X selbst wird dann typischerweise als Pivot-Element bezeichnet. Das heißt, dieser Aufteilungsschritt, Divide, bei Divide and Conquer, würde darin bestehen, wir greifen uns ein Element raus und durchsuchen das Feld dann so, dass wir quasi so eine Partitionierung, so eine Aufteilung dieses Feldes vornehmen in genau diese Form. Kleiner X, X und größer X. Das sieht dann in Buchstaben irgendwie so aus. Also wir haben ein Feld A von P bis R. Wird so umgeordnet in zwei Teilfelder, A von P bis Q minus 1 und von Q plus 1 bis R. So, das gilt, dass alle AI
von P bis Q minus 1 kleiner sind als dieses AQ und alle J von Q plus 1 bis R sind größer als dieses AQ. Also das ist sozusagen dieser erste Teil. Der zweite Teil, hier sind die ganzen I's, hier sind die ganzen J's, die wir da eben hatten. Ja, und das wäre dieses AQ. Was können wir dann, wenn wir sozusagen das hier genau erreicht haben, was wissen wir dann über diese drei Bereiche oder über die Elemente, die wir hier drin haben? Bezogen auf die endgültige Sortierung. Zu einem Element können wir ganz konkret was sagen. Und das wäre ja dann sozusagen, wenn ich hier die Indizes dran schreibe, hier hätten wir eben I stehen, hier hätten wir J stehen, hier hätten wir dieses Q stehen, ja, also dieses X, das ist bereits an der richtigen Position. So, wie könnten wir jetzt weitermachen, um dem Gedanken von dem Divide and Conquer zu folgen? Ja, wie machen wir weiter? Wenn wir jetzt sozusagen diese Situation hier haben, weil wir wissen, alles, was sozusagen kleiner X ist, das muss hier drin liegen, das liegt auch schon hier drin. Das wird sozusagen, das ist genau dieser Aufteilungsschritt. Das machen wir sozusagen in diesem Divide-Step. Ja, also wir gehen von der Folge aus, ja, und wir bringen das genau in diese Form. Die ist, sagen wir so, die ist vorsortiert. Das X steht an der richtigen Position. Links davon steht alles, was kleiner ist als X. Rechts davon steht alles, das, was größer ist als von X. Also wir müssen jetzt sozusagen nicht mehr diese Elemente mit diesen hier vergleichen. Da haben wir sozusagen diese Mauer dazwischen, dieses X. Da müssen wir nicht mehr vertauschen. Wir können jetzt einfach wieder das gleiche Prinzip, ähnlich wie bei diesem Merge Sort auch, können wir jetzt wieder anwenden, indem wir das hier rekursiv aufrufen. Ja? Also Conquer, wende Zerteilungs- und Umordnungsprinzip rekursiv auf beide Teilfelder an. Wie sieht denn der, bei diesem Divide und Conquer haben wir ja immer hinter einen Schritt, um das wieder zusammenzuführen. Bei dem Merge Sort war das, dass wir diese Mischroutine da implementieren. Wie sieht das hier aus? Wie sieht hier dieser Combine-Schritt aus? Was müssen wir dafür tun? Also, wenn wir das zerlegt haben und das jetzt hier weiter fortsetzen, dann sortieren wir quasi unsere Folge und wir müssen nichts mehr zusammenfügen. Ja, also wir müssen jetzt hier nicht mehr, und das war ja genau der Unterschied bei diesem Merge-Sort, da mussten wir ja sozusagen diese beiden Hälften nochmal wieder zusammenmischen. Ja, und das brauchen wir hier nicht. Das heißt, für dieses Kombinieren dieser beiden Teilprobleme brauchen wir hier eigentlich nichts tun. Also, Sortierung erfolgt in situ. Was heißt das? Das heißt, wir brauchen keinen zusätzlichen Speicher. Wir machen Arbeit eigentlich nur innerhalb dieses Arrays. Ja, wir brauchen vielleicht irgendwo für eine Hilfsvariable, aber wir brauchen jetzt nicht nochmal ein zweites Feld, so wie wir das bei dem Merge-Sort brauchten, um da diese beiden Hälften quasi auszulagern, um sie dann zusammenzumischen. Also das brauchen wir hier nicht. Wir brauchen hier keinen expliziten Kombinationsschritt. Ja, haben Sie eine Idee, wie wir das, dieses Aufteilen geschickt hinkriegen? Wie kriegen wir das hin? Wie kommen wir von hier nach hier? Weil das ist ja scheinbar irgendwie schon mal eine ganz gute Idee. Das müssen wir irgendwie machen. Ich muss halt so ein bisschen aufpassen. Ich muss ja jedenfalls irgendwie vertauschen. Da muss ich ja schon so ein bisschen Ordnung reinbringen. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie eins rausgreife, das ist schon mal eine gute Idee. Ich habe mir ja auch irgendeins rausgegriffen, nämlich das letzte hier. Und dann muss ich irgendwie sicherlich durchlaufen. Ja, aber ich muss sozusagen, ich muss irgendwie so zwei Zeiger eigentlich haben in diesem Feld. Ich muss nämlich einen Zeiger haben, der mir die Position angibt, an der ich das nächste Element, was kleiner ist als x, einfügen kann. Und ich brauche einen Zeiger, der mir angibt, an welcher Position ich das nächste Element, was größer ist als x, also die Position, an der ich das dann einfügen kann. Das heißt, was wir eigentlich machen und was eine ganz gute Idee ist, dass wir sozusagen zwei Zeiger, also einen hier laufen lassen, jeweils immer Elemente miteinander vergleiche. Ja, und sobald ich feststelle, dass hier eins ist, was eigentlich hier reingehört und hier auf eins treffe, was hier in die andere Seite gehört, dann vertauschen wir die beiden Elemente einfach. Halbwegs verstanden? Wenn ich mir jetzt hier eins rausgreife, ich muss links davon alle die positionieren, die kleiner sind. Ja, und da muss ich mir natürlich immer irgendwie so eine Position merken, an der ich ein aktuelles einfügen kann. Und rechts brauche ich auch irgendwie so eine Positionsmarkierung, um mir eine aktuelle Position zu speichern, an der ich ein Element einfügen kann, auf was ich treffe, was größer ist als x. Ja, und sobald ich sozusagen hier eins finde, was falsch ist, und ich hier eins finde, was falsch ist, dann vertausche ich diese beiden Elemente einfach. Also es hängt natürlich davon ab, was Sie jetzt für ein x wählen. So, wenn Sie jetzt sozusagen genau irgendwie ein Randelement treffen, wir werden uns irgendein beliebiges rausgreifen. Ich habe jetzt einfach das ganz rechts am Rand genommen. Das heißt aber nicht, dass das das Größte ist. Wir werden jetzt sozusagen unser Feld untersuchen, werden jetzt hier durchlaufen und gucken. Wir werden einen Bereich definieren. Ja, ich sage, mal den mal irgendwie so hin. Hier so ein Strich hin, hier so ein Strich hin. Also wir werden jetzt das Feld durchsuchen. Hier alle die hinbringen, die kleiner sind als x. Hier alle die hinbringen, die größer sind als x. Ja, und dann ist es beispielsweise eine gute Idee, das erste Element in diesem Bereich, dieses hier, mit dem zu vertauschen.
das ist größer als x, es ist egal, ob es hier vorne steht oder hier hinten steht. Ja, dadurch, dass wir das x dann hier hinschreiben, haben wir das schon mal in der richtigen Position. So, wenn wir das haben, dann machen wir einfach rekursiv mit dem Teil weiter und mit dem Teil machen wir weiter. Ja? Und das wissen wir, das steht an der richtigen Position. So, nehmen wir mal das Beispiel oder die Routine. Die schlage ich Ihnen jetzt einfach mal vor, dann können wir hinterher darüber abstimmen. Also, ich greife mir ein Element raus. Das ist jetzt, es geht jetzt um ein Feld von hier ist P, hier ist R. Ich greife mir jetzt einfach das letzte Element raus. Das ist mein Pivot-Element. Dann setze ich mir einen Zeiger hier vorne drauf. Vor J gleich P. Ich setze mir einen Zeiger hier drauf. Lasse ich eine Schleife laufen. Vor J gleich P bis R minus 1. Also bis hier hinten, bis zu diesem Element. Und dann vergleiche ich dieses Element mit diesem Pivot-Element. Wenn das kleiner ist, dann mache ich gar nichts. Dann erhöhe ich einfach das I. Ja, das heißt, das I steht hier. Das J, hier vertausche ich, das hat einfach einen technischen Grund, die 2 mit der 2. Die 2 bleibt da stehen. Hier vertausche ich sozusagen das Element an der Position I mit dem Element an der Position J. 2 bleibt da stehen. Dann nächste Schleifendurchlauf. Das J wandert einen weiter. Das J steht jetzt hier. Jetzt vergleiche ich das AJ, also die 8, mit dem Pivot-Element. Wenn das kleiner ist, dann vertauschen wir irgendwas. Ansonsten lassen wir das J einfach weiterlaufen. Ja, das läuft dann quasi hier hin. Steht es auf der 7. Wir vergleichen wieder die 7 mit der 4. Also die 8 bleibt hier stehen. 7 genauso. 7 vergleichen wir mit der 4. Ist größer, passiert nichts, bleibt auch stehen. Dann kommt das J hier hin. Ich schreibe die mal weiter. Die bleiben alle so. Ich hole mir mal eine neue Zeile. So, das J ist jetzt hier gelandet. Das I steht immer noch hier. Hier haben wir die 2, die 8 und die 7. Jetzt vergleichen wir die 1 mit der 4. AJ ist 1, ist kleiner als 4, das heißt, das I wandert um einen weiter. Das I wandert jetzt hier hin. Und jetzt vertauschen wir AJ und AI, das heißt, wir vertauschen die 8 und die 2. Das heißt, ich brauche jetzt hier nochmal eine neue Zeile. Die 8 und die 1, Entschuldigung, ja. 1, hier kommt die 7 hin, hier kommt die 8 hin. Und 3, 5, 6, 4 bleibt identisch. Also jetzt markiere ich mal blau hier so diese Bereiche, die sich da schon so abzeichnen. Das I steht hier. Das J steht mittlerweile hier. Und jetzt geht es weiter. Was wird jetzt passieren? Wir sind jetzt sozusagen wieder hier oben an der Situation. I steht hier, J steht hier. Jetzt gehen wir wieder hier rein. Genau, also hier wird die 2 stehen bleiben, die 1 bleibt auch stehen. 7 und 3 vertauschen die Positionen. Hier kommen die 3 hin, hier kommt die 8 hin, hier kommt die 7 hin, hier die 5, die 6 und die 4. Sozusagen, das I wandert dann um einen weiter. Das J steht hier. Ja, das ist der Bereich, der ist kleiner als X. Das ist der Bereich, der ist größer als X. Das, was ich sage, das sind genau diese Zeiger, die ich quasi habe, ja, um mir die aktuelle Einfügeposition zu notieren. Jetzt machen wir noch einen weiter. Ja, die 5 ist wieder größer. Da passiert nichts, da laufen wir einen weiter. Die 6 ist auch größer, da laufen wir auch einfach weiter. Das heißt, wir sind dann mittlerweile an dieser Stelle gelandet. Wir haben hier die 2 stehen, die 1, die 3, die 8, die 7, die 5, die 6 und die 4. Wir haben das I müsste hier stehen. Das J müsste jetzt an dieser Stelle stehen, weil es aus der Schleife rausgelaufen ist. Das ist bis R minus 1 gelaufen. Ja, bis hier ist jetzt ein rausgelaufen. Das heißt, wir haben sozusagen hier unsere Grenze. Das ist der Bereich kleiner als X. Das ist der Bereich größer als X. Und jetzt würden wir abschließend machen, wir würden das I plus 1, also das erste Element in dem größeren Bereich, also die 8, mit diesem Pivot-Element tauschen. Das heißt, wir hätten dann 2, 1, 3, 4, 7, 5, 6, 8. Ja, und das steht an der richtigen Stelle. Und zurückliefern würden wir halt sozusagen genau den Index von diesem Element. Ja, also diese Position. Mit dem I und dem J. Also das I zeigt mir sozusagen die Position an, an der ich als nächstes ein Element einfügen muss, was in diesen ersten Bereich reinkommen muss. Ja, also ich male noch einfach hier nochmal diese Bereiche auf. Ich schreibe jetzt wieder X hier.
X ist jetzt sozusagen in unserem Fall genau das Ding hier gewesen. Ja, also hier, kleiner x, größer x. Mit dem i merke ich mir einfach immer nur die aktuelle Position. Ich fange sozusagen hier vorne an, also hier vor, ja, und erhöhe das dann immer um einen Schritt. Sozusagen mit dem nächsten Einfügen hier vorne erhöhe ich das. Das heißt, ich fange hier wirklich an der ersten Position an. Ja, und mit dem j merke ich mir die aktuelle Position hier in diesem zweiten Bereich, in diesem Dingen. Ja? Und ich suche ja, was ich ja eigentlich suche ist, in diesem zweiten Bereich suche ich eigentlich ein Element, was da nicht hingehört. Und das ist genau, ich suche hier, vergleiche immer dieses aj. Wenn das kleiner ist als dieses Pivot-Element, dann gehört das da in diesen zweiten Bereich nicht rein, sondern es gehört in den ersten Bereich. Und die richtige Position gibt mir gerade das i vor. Und dieses i gibt mir eigentlich immer an, das Ende dieses ersten Bereiches. Und ich erhöhe das ja sozusagen mit einer Vertauschung immer um 1. Das heißt, ich greife mir immer das erste Element dieses Bereiches raus und bringe das quasi ein Stückchen nach hinten. Ja, und hole dafür ein kleineres Element nach vorne. Das ist eigentlich die Idee. Und das verwalte ich genau mit diesem i und dem j. Am besten gucken Sie sich das nochmal an, malen sich selbst mal ein Beispiel hin, gehen das einmal durch und dann wird auch die Rolle von dem i und dem j eigentlich klar. So, was müssten wir jetzt tun, um zu zeigen, dass das dann auch wirklich funktioniert? Wenn wir jetzt den formalen Nachweis führen wollen, dass das auch genau das tut, was wir denn von ihm erwarten, wir brauchen wieder so eine Schleifeninvariante. Wie könnte die denn hier aussehen? Also wir müssen irgendwie eine Formulierung finden, eine Aussage in Form von dieser Schleifeninvariante, von der wir dann nachweisen können, die gilt vor Ausführung der Schleife, bleibt während der Ausführung der Schleife erhalten, von einem Durchlauf zum nächsten. Also ähnlich wie das Prinzip der vollständigen Induktion. Und aus der wir dann nach Beendigung der Schleife die Gültigkeit unseres Algorithmus ableiten können. Und das könnte man hier beispielsweise so machen, dass wir für jeden Index k nehmen, falls p kleiner k kleiner i, dann ist ak kleiner als das Pivot-Element. Das zweite ist, falls i plus 1 kleiner k kleiner als j minus 1, dann ist ak größer als das Pivot-Element. Und drittens, falls k gleich r, ak gleich Pivot. Im Prinzip teilen wir unser Feld in drei Bereiche ein. Eigentlich wie wir das eben auch hatten. Nein, nicht in vier Bereiche. Das ist im Prinzip genau die Schleifeninvariante. Wir haben hier, das fängt bei p an, hört bei r auf, zwischendurch haben wir ein i. Das steht hier, schaue ich mal oben hin. Und wir haben ein j. Hier hinten haben wir, das ist das letzte Element. Das habe ich jetzt hier, das benenne ich einfach mal mit x. Wir haben hier das j. Und die Aussage der Schleifeninvariante sagt einfach, das ist kleiner als x, das ist größer als x, das ist gleich x oder Pivot. Und von dem hier hinten wissen wir es nicht. Da sagt die Schleifeninvariante nichts aus. Jetzt gucken wir uns mal an, ob das denn wirklich das Gewünschte erfüllt oder dieser Algorithmus. Also gucken wir uns das mal an. So, was gilt bei der Initialisierung? Also bei der Initialisierung gilt i ist gleich p minus 1 und j ist gleich p. Was heißt das für diese Bereiche? Wie viele Elemente haben wir da drin? Also der ist ganz offensichtlich leer. Ne? Wenn wir von p bis p minus 1 haben, der ist leer, der ist auch leer. Also ich schreibe da mal hin, die sind beide irgendwie leere Menge. Das heißt, diese Bedingung ist im Prinzip trivialerweise erfüllt. Ja, also für die leere Menge gilt das einfach. Ja, dann haben wir da noch diese dritte Bedingung, falls k gleich r. Das haben wir aber durch diese Zuweisung, haben wir das hier auch erfüllt. Ja? Also, was wir uns jetzt angucken müssen, ist diese Aufrechterhaltung. Also gilt das auch, wenn wir jetzt einen Schleifendurchlauf machen? Und da müssen wir natürlich zwei Fälle unterscheiden. Und zwar genau den Fall, einmal, dass wir auf ein Element treffen, was kleiner ist als dieses Pivot-Element und einmal den Fall, dass wir halt auf ein Element treffen, was größer ist als dieses Pivot-Element. Und das machen wir mal einfach so ein bisschen grafisch.
nehmen wir uns einfach mal das hinmalen. Also das ist kleiner als x. Das ist größer als x. Und von dem wissen wir es nicht. So, wenn wir jetzt hier auf ein Element treffen, was größer als x ist, also größer als dieses Pivot, ja, wenn das kleiner ist, also wo wir sozusagen einfach nur durchlaufen, was passiert dann? Mit dem i passiert gar nichts. Das j wird einfach einen weitergesetzt. Das heißt, dann wird dann daraus, versuchen wir es mal genau darunter zu malen, i bleibt hier, das j wandert jetzt, j ist jetzt hier, hier ist unser x, der Bereich interessiert uns nicht. Ja, und wenn wir hier ein Element gehabt haben, was größer ist als x, dann ist das ja in diesem Bereich hier vollkommen richtig aufgehoben. Ne? Also dieser Bereich wird genau um ein Element vergrößert. Das passt, da machen wir einfach einen Haken dran. Jetzt der zweite Fall. Wir malen wieder was hin. Genau die gleiche Situation. Hier ist unser i, p, hier ist unser j, hier ist unser x. Und hier finden wir jetzt etwas, was kleiner ist als x oder kleiner als das, dieses Pivot-Element. Was machen wir dann? Dann steigen wir hier ein, wenn wir das in diesem Fall haben, aj kleiner als Pivot-Element, dann erhöhen wir i um 1 und vertauschen aj und ai. Ja, das heißt, wir würden jetzt diese Situation bekommen. I würde um 1 erhöht werden. Ich mache hier mal das alte i hin. Das ist jetzt das neue i. J würde auch vertauscht, auch um 1 erhöht werden. J ist jetzt hier. Hier ist das alte J. So, das Element, was kleiner ist, kommt jetzt genau an diese Position. Das ist dieses Vertauschen. Das bringen wir hier hin. Und dieses ai plus 1, das ist ja dieses Element, das war ein Element, was aus dem größeren Bereich kommt. Das kommt sozusagen an das Ende dieses größeren Bereiches. Es bleibt in diesem größeren Bereich, es ändert nur seine Position. Das heißt, diese Bedingung ist weiterhin erfüllt. Also hier auch haben wir nach wie vor kleiner x, größer x und über das hier wissen wir es nicht. Also, jetzt müssen wir uns nur noch überlegen, was passiert, wenn diese Schleife terminiert. Dann gilt ja zum Zeitpunkt der Terminierung, dass j gleich r ist. Und dann sieht das so aus. Hier steht irgendwo unser i. Hier ist p. Hier ist j und auch r. Hier steht unser x drin. Das ist größer x. Das ist kleiner x. So, und jetzt haben wir die letzten beiden. Das ist sozusagen die Situation. Und jetzt haben wir noch diese letzte Zeile da in unserem Programm. Nämlich diese hier. Dass wir jetzt AR mit AI plus 1 tauschen und dann das I plus 1 zurückliefern. Das heißt aber gerade, dass wir dieses Element hier tauschen, das hier, mit dem, die vertauschen jetzt nochmal die Positionen. Das heißt, letztendlich kommt da raus genau das, was wir haben wollten. Das heißt, die leistet genau das Gewünschte. So, die erste Frage war nach der Korrektheit. Welche Frage schließt sich daran sofort an? Laufzeit. Ich laufe einmal durch. Das sind alles elementare Operationen, eine Schleife von p bis r minus 1. Und also es hängt jetzt davon ab, wie p und r sind. Wenn das sozusagen gerade, wenn die Differenz r minus p gerade n ist, dann haben wir o von n Laufzeit. Genau. Ne? Alles elementare Operationen, hier so ein Swap. Auch das kann ich in zwei, drei Schritten machen. Der Aufruf, also das ist im Prinzip die einzelnen Schritte da drin, sind alle elementar, sprich konstanter Aufwand, eine Schleife, o von n Laufzeit. Genau. Wie kriegen wir daraus jetzt den Algorithmus? Hatten wir eben eigentlich auch schon durchgesprochen. Der sieht dann irgendwie so aus. Eigentlich fast genauso wie der Merge Sort. Zumindest so ähnlich. Ja, wir steigen da ein. Wir haben so eine Routine Quick Sort. Ein Feld geben wir da rein, zwei Indizes. Wir gucken uns diese Indizes an. Ja, greifen uns diese Routine Partition, die wir da eben hatten. Die liefert uns ja eine Zahl zurück oder einen Index. Ja, sozusagen so ein Element, anhand derer sozusagen dieses Feld A vorsortiert wird. Ja, und dann machen wir den rechten Teil. Ja, also Partition liefert das hier. Ja, die sind alle kleiner x, die sind alle größer x. Ja, und der hier sortiert das und der sortiert das. Einfach rekursiv. Initial rufen wir das auf mit der gesamten Folge.